Letztes Mal in Persona 5 Royal. Didn't expect the Phantom Thieves would suppress a man that even the police had trouble with. Tja, jetzt mach dir mal Gedanken drüber, warum das so sein könnte. Nun zurück in die menschlichen Abgründe. Now for the weather. Auch in der nächsten Woche ist mit heftigen örtlichen Schauern und Stürmen zu rechnen. Falls Sie vor die Tür gehen, sollten Sie sich auf plötzliche Wetterschwankungen einstellen. Okay. Ah, heute ist die Zeit wie im Flug vergangen, hm? Ja, und jetzt spielen wir erstmal unser Spiel noch fertig. Ach so, toll, jetzt kann ich gar nichts machen, sondern mich nur ins Bett legen. Ach so. Okay. Na, jetzt, da wir mit den Prüfungen fertig sind, suchen wir uns ein neues Ziel. Das war's schon. Na los, dann gehen wir halt schlafen. Ah, gut, dass die Prüfungen vorbei sind. Gehen wir ins Bett. Schlafen. Wenn ich nicht mal mehr ein Videospiel spielen darf. Hey, it's me. Hey, tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Ich wollte dich wegen des Sommerfestes was fragen. Weißt du noch, ich hab dir davon erzählt. Ja, ich glaube schon. Come on, man. Ah, das weiß ich, okay? Komm schon, die ganze Sache mit den Kebabs. So, like... ich hab das die ganze Zeit absolut verschnarcht, aber das Festival ist ja schon morgen. Willst du also gehen? Ach, du Scheiße. Ich denke drüber nach. No way, man. Hey, das ist morgen, dafür ist keine Zeit. Lass uns einfach gehen. Lass uns auch Yusuke einladen, er haut immer gerne rein. Mir ist allerdings gerade eingefallen, dass für morgen Regen angekündigt wurde. Egal, es regnet an so einem Tag auf keinen Fall. Bis morgen. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Woher soll er wissen, ob es morgen regnen wird? Ah, Mann, so viel Stress wegen einem dummen Festival voller Essen jeglicher Art. Naja, du verdienst es wohl, Spaß zu haben. Fall aber nicht weiter auf, okay? Let's turn in for the night. Lass uns ein bisschen schlafen. Oh, nicht verschlafen, klar. Ich spare mir dafür das Frühstück. What's up? What? Ryuji, I have a favor to ask. Ich ahne, was jetzt kommt. Echt? A favor? Sure, you need some money for food or something? Not this time. I've actually been mulling over a new battle tactic for a while now. Echt? Ihr zwei? And I'd like for you to lend a hand in bringing my idea to fruition. Oh, a new move? That sounds badass. A total... Well, it's merely a rough idea at this point, but... What do you think? Wasn't that, like, way more detailed than some rough idea? Huh. Well, I don't deserve such praise. I would merely prefer to add a splash of beauty to an otherwise barbaric battlefield, so to speak. Sick! So, all we gotta do now is see how the star reacts to your idea, right? We should consult Jose about this soon. However, I can feel my appetite growing after describing my idea. Same here. Okay, hat das was mit Essen zu tun? Schmeißt ihr mit einer Schüssel Nudeln oder was? It's so hot. Ja. Möglicherweise, aber ich meine, Yusuke ist immer noch in langen Klamotten, also It's as if we're walking around in an enormous sauna. Whose bright idea was it to come here? Yours. And just look at that crowd. Smiling faces everywhere you look. With that, let's move right into asking some of the visitors here for their comments. Lasst mich raten, wer jetzt gleich ausgefragt wird. A TV crew, eh? Wir sollten nicht auffällig sein. We should grab our kebabs and get out of here. Ja, denke ich auch. Ah, let's interview those three. Oh yeah. Hey, is she talking about us? Ja klar. Über wen denn sonst? Das war doch vorauszusehen. Wir sind die Protagonisten. Alle anderen sind nur generische Figuren. Wen soll sie denn sonst fragen?
What do we do? Wir sollten uns beruhigen. Good point. We'll look even more suspicious if we panic now. They got us. Oh, hell. Okay, I'm gonna ham it up, make some real cringy comments so they can't use any of the footage. Ach, lass doch stecken, Mensch, Ryuji. Hello. It sure is hot today, huh? Oh, for sure. Yeah. And if it's this hot in July, can you imagine just how insane the weather's gonna be in December? Anyway, since you're here for the festival, does that mean you and your friends there are meat lovers? I'd say that we're really lovers of fruit. Oh, and sweets. Sweets are just to die for. Okay, Ryuji. Well, thank you very much for your time. Ooh, that was too close. That was truly cringeworthy. But are you certain that they won't air any of it? I'm pretty sure she thought there was a broadcast disaster. We ought to be okay. More important than that, though, it's time to get some meat. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Du wirst mit der Scheiße im Fernsehen landen und wirst dich vor allen lächerlich machen, Ryuji. Oh, right! Like a Bob! The lines for the food stalls were even more insane than the heat. Standing around in this sweltering heat was rather trying. And almost all the good stuff was already sold out. I didn't even eat breakfast this morning. I'm starting to get lightheaded. Even still, an occasion like this seems to make everything taste delicious. How mysterious. Ja. Weil wir zusammen sind. Werd mal schmalzig. That's pretty poetic, dude. Nee, das ist reiner Schmalz. Ich rutsch gleich auf meinen eigenen Schleimspur aus. Well, we came all the way out here, so we might as well go check that thing out. Was für ein Ding? What thing? I heard they're building some kind of huge-ass stadium or something nearby. Wait, is that what it was? You don't know what you're talking about, do you? Ja, offensichtlich nicht. A stadium? Well, such buildings often have intriguing architecture. I'd love to see it for personal reference. Yeah, then come on, let's go! Okay. Fragezeichen? So, that's it? Ist eine Baustelle. Du hast gesagt, die bauen. Das heißt nicht, dass das Ding schon fertig ist. Es ist nun mal eine Baustelle, Ryuji. Was hast du erwartet? We seem to be premature spectators. Jupp. Sollten wir vielleicht in einem Jahr nochmal vorbeischauen. I guess this is what people call jumping the gum. Jumping the gun. Ja. There ain't nothing to do here. You wanna go grab a bite somewhere? Ich find's ja witzig, dass sie selbst im Deutschen hier die Sprüche erstmal falsch gemacht haben, damit sie dann nochmal richtig wiedergeben können. Sehr schön. Sorry, I'm considering picking up more art supplies. I have a summer assignment to work on. Also, the summer festival drained my coffers. Even if I did grab a bite, all I could order would be water and a hot towel. Well, in that case, probably ought to just call it quits for today. Was? Hey, isn't that Shizawa? Ja, allerdings. Hallöchen. She's acting strange. You know, she did mention something about a meet earlier. Oh, findet es in diesem Stadion statt, sobald es fertig ist? Ain't you guys headed home? Geh schon mal ohne mich vor. Well, see you then. Der peilt aber auch gar nichts. Yes, catch you later. Ja, haut ab. Danke. Hallo. Senpai? Ja, genau. Was für eine angenehme Überraschung. Yes, did you come to see the stadium too? Ja, Ryuji hat uns hergeschleppt, hat uns aber nicht gesagt, dass sie gerade erst mit dem Bau angefangen haben. Wir dachten, das Ding wäre schon ein bisschen weiter. Same here. I needed to give myself a pep talk.
Warum? Was los? Stimmt was nicht? Sometimes when things get me down, I come here. Okay. That doesn't really answer your question, does it? Nicht so richtig, nee. I know this may get in the way of your plans, but would you be willing to join me for lunch? Ja, aber na klar, mach mal das. Aber klar. Whew, that was delicious. Was habe ich gerade erlebt? I'm always like this after a meet. Nach Wettkämpfen? Ist es schon rum? Hey, ich wollte mir das angucken. In all honesty, I'd like to keep going, but any more will end up harming my performance. Okay, das Treffen ist also vorbei. Simply put, it was a disaster. Ach du Scheiße, nein. I've been feeling like I'm getting back into the natural flow of things, thanks to you, Senpai. But when the moment of truth arrived, my body still wouldn't move the way that I wanted it to. Oh. Ist das eher eine psychische Sache? I think that's a big factor. Something similar happened to me in middle school, but back then, I had someone by my side that kept me going. Wen meinst du? I have a younger sister. Oh, okay. We promised each other that we'd win international gymnastics competitions together. But this spring, she died in accident. Ach, du Scheiße. Auch das noch. I promised her we'd take the gold for our routines across the world. But I can't stop worrying about my lack of improvement lately. I've really been throwing myself into practice, but I wonder if even that won't be enough. Kann es sein, dass du ein bisschen zu viel trainierst und dich einfach massiv überarbeitest? Es ist noch nicht vorbei. Senpai, you're right. It's just getting started. You just keep on rescuing me, don't you? Okay, no more brooding. There are still more meets left this year. I'm going to start from scratch and train as hard as I can. Aber mach auch mal eine Pause und komm zur Ruhe und vielleicht funktioniert's dann auch an dem Tag, wo es drauf ankommt, besser. Thank you so much for listening to all that. Now I feel like I've been recharged, mind, body and spirit. Wait, what? Der wird doch wohl jetzt nicht schon wieder der Magenknurren, obwohl du den ganzen Kram da verputzt hast. Ich möchte nicht wissen, was da alles drauf war auf diesen ganzen Tellern. Well, at least my mind and spirit are recharged. Kasumi? Ich bin mir nicht sicher, ob das normal sein kann. The best way to stave off hunger is with some vigorous activity. I'm going to jog home. Take care. What? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine, die ist ja ultra süß, gell? Aber manchmal. You're back. Wie konntest du nur, Kurusu? Wie konnte ich was? Wenn du zum Sommerfest wolltest, warum hast du mich da nicht eingeladen? Ach, komm schon. Ah, woher weiß Mishima denn das? Sie zeigen es im Fernsehen. Etwas darüber, dass es im Dezember heiß ist oder dass die Süßigkeiten zum Niederknien sind. Und etwas mit Sakamoto, der ein paar echt schräge Dinge sagt. Mission gescheitert. Mission? Wovon redest du? Ich will nur sagen, wenn ihr das nächste Mal was Schönes macht, kann ich da nicht mitkommen. Ich bin schließlich der Produzent der Phantomdiebe. Nee. Machst du Witze? Ich hoffe nur, dass nur Lady Anne und die anderen haben das nicht mitgekriegt. Oh je, ich sag doch, das klappt nicht und die senden den Scheiß. War doch irgendwie abzusehen, oder?
Hier ist das Erinnerungsfoto vom Sommerfest. Naja, jedenfalls war es so geplant. Ach du Gottchen. Es ist sehr atmosphärisch. Ah, lass dich nicht runterziehen, so ist das Leben. Verständlich bei der Hitze. Vielleicht hattest du schwitzige Hände und bist abgerutscht. Nächstes Mal gehen wir irgendwo hin, wo wir auch echt was essen können. Absolut. Und am liebsten irgendwo drin. Am besten mit vielen Sitzplätzen und kostenlosem Wasser. Also wieder ins Diner? Warum auch nicht? Ein Ort der Ruhe, an dem man auch köstlich essen kann. Naja, stimmt schon, Mann. Durch das ganze Gerede vom Essen habe ich total Hunger gekriegt. Eine Schale Ramen wäre genau das Richtige jetzt. Ich tue es dir gleich. Ein Glück, dass ich kürzlich an einige exzellente Brotkrusten gelangt bin. Sorry. Ah, tut mir leid, dass ich es nicht fangen konnte. Ich vergesse immer, wie kurz meine Arme als Katze sind. Alles gut. Hey, willst du den Film ansehen? Playlist auf Kino. Es gibt ein paar neue Filme, die echt super sein sollen. Es reden alle von dieser neuen romantischen Komödie. Vielleicht Liebe. Ich muss bei sowas immer heulen, deswegen will ich nicht alleine gehen. Das ist mir peinlich. Gehst du mit mir rein? Haben wir eine andere Möglichkeit? Haben wir noch was anderes? Ja, komm, wir sehen uns das an. Okay, treffen wir uns vor dem Kino in Shibuya. Ja, dann gehen wir halt mit Arne ins Kino. Ja, die Folge wird jetzt offenbar ein bisschen länger. What? About the money or my social status, but please, I just need to tell her how I feel. Das da links, wo gerade Morganas Kopf davor ist. Ist das nicht die Psychotante aus der Schule? Die Stalkerin? Oder bilde ich mir das ein? Na, Lady Anne muss ihre Tränen zurückhalten. Sie fühlt total mit. Der Film hat recht. Der Wert eines Menschen hat nichts mit Status oder Reichtum zu tun. Ich habe mehr über Liebe gelernt. Charme? Ja. Ah, ich hab zwei Packungen Taschentücher weggeheult. Ein Mädchen wie ich brauchen wohl diese perfekte romantische Liebe, die man in Filmen sieht. Verstehe. Tut mir leid, ich habe mich ein bisschen zu sehr mitreißen lassen. Schätze, mit dir kann ich einfach sehr leicht über sowas reden. Eigentlich war dieser Film doch überhaupt nichts für Typen, oder? Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Du bist ein toller Freund. Also gehen wir nach Hause. Jupp, mach mal einen Abflug, bevor mich hier jemand sieht. Hallo, Kurusu-Senpai. Vielen Dank für vorhin. Morgen kann ich beim Training 110% geben. Rufst du dich nicht aus? Nichts da. Wenn ich einen Tag frei mache, verliere ich meine scharfen Sinne. Nächstes Mal schaffe ich es auf das Siegertreppchen, das schwöre ich. Ich werde es nicht wieder vergeigen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich tolle Neuigkeiten versprochen. Was wird schon wieder mit Yoshizawa? Ja, sie hat uns echt ganz schön Sorgen bereitet. Naja. Das wird alles. Kriegen wir schon auf der Reihe. Die unterstützen wir noch ein bisschen und dann passt das schon. Das wird schon. Heute ist Feuerwerk-Festival. Treffen wir uns um 5 in Shibuya? Ey, Makoto, trägst du dieses Jahr einen Yukata? Das habe ich vor. Die Yukata sind ein wichtiger Teil der sommerlichen Tradition. Sie betonen die Schönheit einer Frau. Ich denke, ich werde meinen auch tragen. Yusuke. Hä, du hast einen. Wie sieht's mit dir aus, Akira? Ich hab keinen. Hey, mir fällt was ein. Warum kommst du nicht mal ohne Brille? Was für einen Sinn soll das haben? Weiß nicht, man sieht so ein Feuerwerk ja nicht jeden Tag, also sollte man was Besonderes anziehen. Ich dachte nur, dass ihm etwas Abwechslung vielleicht mal gut tun würde. Hey, hört sich super an. Du solltest auf jeden Fall ohne Brille kommen. Wehe, ihr verspätet euch. Oh, Feuerwerke und Yukata tragen zum perfekten Sommergefühl bei. Sogar Lady Anne wird einen tragen. Naja, heute ist ein Feuerwerkfestival, ha? Huh? Sei vorsichtig, wenn du gehst. Da sind schnell mal enorm viele Leute unterwegs. Ja, alles gut, krieg mal hin. Ah, es wäre schön, sich das Feuerwerk mit dem Bus anzusehen. Hier im Leblanc? Nein, doch nicht.
noch mehr Nachrichten. When we were just about to leave too. Who is it? Hey, ich bin im Internet über eine beunruhigende Nachricht gestolpert. Wenn das stimmt, ist das richtig übel. Was soll das? Irgendeine verrückte Gruppe will den Phantomdieben anscheinend den Krieg erklären. Ich könnte das einfach nicht für mich behalten. Ich muss das einfach jemandem erzählen. Das war alles. Es tut mir leid, dass ich dich damit an deinem freien Tag genervt habe. What could he mean by an insane group? Ja, gute Frage. Let's think about this after we get back. We don't have much time, so let's get going. Yep. Erstmal zum Festival. Morgen dann hoffentlich endlich ins Versteck, damit wir dann dort speichern können und uns auf den Livestream in Mementos vorbereiten können. The holiday means it's as crowded on here as it is for morning rush hour. Tja. Und jetzt die Bahnnachrichten, die heutigen Schlagzeilen. Heute Abend Feuerwerkfestival. Den ganzen Tag über ist mit Staus zu rechnen. Plötzlicher Wetterumschwung. Vorsicht ist geboten, da das Wetter sich plötzlich ändern könnte. So, all these people are going to the fireworks festival? This should be fun. Tja, scheint so. It's so hot. Hast du eigentlich in den letzten 3 Tagen mal was anderes von dir gegeben? Yusuke sieht ja richtig schick aus. Ryuji? Ich muss mich mal kurz verabschieden. Yusuke, komm mal mit. I feel like I'm being baked. Those girls are way too late. They must be taking time for them to put on the yukata. Why aren't you two wearing one? I got clothes like yukata. Man, you look way too normal in that. People often say that to me. Oh, by the way, the exams. I bet you got a big fat F on them. Shut up! We don't know that yet. Are you going to the fireworks festival? Wer seid ihr denn? That's right. Us too! Wanna go together? Are we getting hit on? Come on, let's go together. Do you happen to be a model? You look great in that yukata. Waiting around's a pain, so can we just go with these chicks? Nein? Auf keinen Fall. We'll both apologize to the others later. Nein. That's enough. You're disgracing your yukata. You should be more aware of your womanhood. Oh, roasted. How could you? Ist ja nicht jeder so notgeil wie du. Go after them then. Hey, 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 wer spricht hier von ihr, ja? Das geht nur Ryuji was an. So those are the kinds of girls you like, Ryuji. Scheint so. That's... You know, Yusuke is such a pretty boy, but he is really missing out because of what he says. Naja, die hättest du nicht haben wollen, glaube ich. I guess. But he's more likable since he stays true to his ideals. Hat sie recht. Definitely more than somebody I know. I heard that Ryuji's pretty much failed his exams. Oh? Mona, you little... Hey, it's gonna get crowded if we don't get going. Hat sie recht. Agreed. But, man, you both look amazing in yukata. Talk about Japanese beauty. Ryuji? Du stehst schon lange alleine da, du Vollidiot. Oh je, war das eine peinliche Nummer. Started already.
Tja, das war's dann wohl mit dem Festival, oder? Oh. Han. Ja? Come on. Looks like you need help. Then why don't you go buy me a towel already, huh? Na, die haben sie doch jetzt aber auch sehr auffällig gezeigt. We're just trying to get out of the rain, but look how crowded it is. I guess everyone had the same idea. What's up? I think I just saw someone I know. You mean the girl in that black car? Well, she's got a ride. Oh, time to show your skills, Mona. We need you as a car. Das funktioniert doch hier nicht. It's not possible in the real world. My feet hurt. It's cold. The festival's been canceled. This sucks. We made such a commotion with the public, and this is what we get? Lame. Aren't heroes that lurk in the shadows boring? Tja, so muss es sein. So that's what makes us cool? Nein, das ist das, was uns in Sicherheit hält. To be honest, I'm not a fan. Du sollst einfach noch kein Fan sein, wir müssen aber einfach auch nochmal sicher gehen, du Pfeifer. I wanna change the world with a loud bang, like a huge firework. Ja, kannst du knicken, fällt aus. And again, we aren't gonna find someone bigger than Kaneshiro that easily. Und das wird sich bestimmt ergeben, sonst wäre das Game zu Ende. The rain is letting up. Though it's regrettable, we should go our separate ways for today. Yeah, let's go home. So you won't tell me, no matter what. Whoa, 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 wait, what? I have nothing more to say to you about that. I see. In that case, I have ways of making you talk. What's that supposed to? Thanks for the drink. Hey, we're not done here yet. Was ist denn? It's nothing. Bist du sicher? It's past closing time. Clean up the place. Okay. Regrettably, the cause behind the recent psychotic breakdown incidents is still unknown. On to other news. The international hacktivist group Midget has released a statement to the Phantom Thieves. Wait, what? Oh, da ist aber jemand interessiert. These are the details of the message that are posted on Midget's website. To the Phantom Thieves causing an uproar in Japan. Do not speak of your false justice. We do not need the spread of such falsehood. We are the true executors of justice. Das haben schon viele Leute von sich behauptet. Phantom Thieves again? However, we are magnanimous. We will give you an opportunity to repent your ways. If you agree to a change of heart, we will accept you as our own. If you reject our offer, the hammer of justice will find you. Justice, huh? We are Medjid. We are unseen. We will eliminate evil. Akechi-san, why do you think this announcement was made at this time? I don't know the details, but there's no doubt that they were provoked by the Phantom Thieves. Whether it's a sense of rivalry or a simple attention grab, given the recent trends, I cannot say. Regardless, it's quite a nuisance. A nuisance?
Both Mejed and the Phantom Thieves are nothing more than groups that uphold an egoistic justice. What a stupid thing they're getting riled up on. Ja, allerdings. Phantom Thieves, huh? What in the world are they? You know about them? Ich hab keinen Schimmer. Nope. What are they stealing, though? Still having trouble getting that part. Well, it's about time I go home. Make sure you lock the place up. Also, about the stuff in the fridge. Well, I guess it's fine. Just don't use too much of it. Alles klar. It's possible that more people like these will continue to appear due to their influence. In that respect, the Phantom Thieves face a very serious crime. Ist das so? Oh je. Ich habe eine neue Nachricht im Chat der Phantomdiebe. Ah, wir müssen über Magic reden. Ah, du meinst die Typen wegen denen online alles ausrasten? Magic? Der Name scheint von einer Gottheit aus dem ägyptischen Buch der Toten zu stammen. Ich hab's auch in den Nachrichten gesehen. Aus irgendeinem Grund denken sie, dass wir von falscher Gerechtigkeit reden. Von was soll man im Fall von Magic denn sonst reden? Also warum knöpfen wir uns die nicht als nächstes vor? Dieser Vorschlag kommt ja aus heiterem Himmel. Ich meine, das sind doch so richtig fiese Hacker, oder? Na, genau genommen sind sie Cracker. Sie benutzen das Internet, um auf illegale Weise auf Daten zuzugreifen und sie zu verändern. Magic ist eine organisierte Gruppe solcher Leute, die international anerkannt werden. Also sind sie global aktiv? Na, das macht sie ja zu einem noch größeren Fisch als Kaneshiro. Ja, oder? Dann ist es entschieden, unser nächstes Ziel ist Magic. Ob das Nerv etwas aufschnappt, wenn wir Magic eingeben? Oh, richtig! Das ist unmöglich. Das sind mehrere Personen. Es ist ja nicht nur eine Person. Ja, dieser Name muss ein Pseudonym sein. Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Ach, Ja, würden wir mit etwas Recherche nicht Infos zumindest mit einem Mitglied kriegen? Angenommen, es funktioniert. Wie machen wir sie dann ausfindig? Bisher wurde ihre Präsenz nur online bestätigt. Das ist ein größeres Problem, als nur ihre Passwörter aufzutreiben. Es sei denn, du hast noch mehr Ideen, Ryuji. Hallo! Offenbar hat er das vorgeschlagen, ohne lange darüber nachzudenken. Ach komm schon, wir dürfen jetzt nicht den Schwanz einziehen. Die Leute warten nur drauf. Wenn wir uns mit diesem Scheiß nicht befassen, rutscht unser Ruf in den Keller. Nun, das ist wahr. Wenn wir nichts unternehmen, werden die Leute glauben, wir laufen davor weg. Na, immerhin hat Magic uns öffentlich provoziert. Wenn es Kriminelle sind, dürfen wir sie nicht einfach in Ruhe lassen. Ja. Und wir haben gerade ohnehin keine anderen Ziele. Hey Akira, reden wir morgen mit Mishima. Er kennt sich mit sowas besser aus. Ja, ziehen wir es durch. Ach ja, Makoto. Find doch mal raus, ob deine Schwester ein paar Infos zu ihnen parat hat. Sehr unwahrscheinlich, aber okay. World-class target, huh? If we can change Medjed's heart, it'll most definitely affect Mementos. Ah, ich hab vergessen, das in ein Foto zu posten, das ich heute gemacht habe. Na, deine Fotos werden langsam besser. Ey, nicht schlecht. Oder? Bin echt ein Naturtalent als Promi-Fotograf, wie die ganzen Pizza-Rappa. Was ist ein Paparazzi, du Pfeife? Scheiße. Entschuldigung. Pizza-Rapper? Eigentlich heißt es zwar Paparazzi, aber gut. Ja, echt blöd, das mit dem Regen, aber so vergisst man den Tag. Das ist echt nicht so leicht. Pizza-Rapper.
Ich brech zusammen. Ja, aber nächstes Mal dürfen wir das Feuerwerk auf keinen Fall verpassen. Ja, das stimmt. Trotzdem war es echt beeindruckend, wie das Wetter so schnell so heftig umgeschlagen hat. Vielleicht ist einer von uns irgendwie ein Regengott und es regnet überall, wo er hingeht. Ja, ja, und du bist so cool, hinter dir schneit, das ist schon klar. Oh! Mal gucken, ob wir das Spiel jetzt zu Ende zocken können. Ja, werden wir schon hinkriegen. Ich muss nur diesmal schnell genug hämmern. Bin gespannt. Bla 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 bla. Hey, wait! Bla und Endboss, oder? Jawohl. Scheinbar nicht. Oh! Was? Okay. Ja, kriegen wir doch hin. Oh! Nein, du hast Star von Eos durchgespielt. Du hast ihre aggressiven Angriffe überstanden. Ich wette, das hat deinen Mut erhöht. Guti! Na gut, das Ende sollte toll werden. Na, in dieser Anleitung steht, dass man einen Preis erhält, wenn man das Passwort nach dem Ende einsendet. Na, die Werbeaktion lief aber schon vor Jahren. Hat jetzt wohl keinen Zweck mehr, das zu tun. Schadet aber nicht, das aufzuschreiben. Ein Laden für alte Spiele könnte sich darüber freuen. Schützenkarte. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir damit vielleicht nicht doch noch was machen können. Naja, es wird spät, wir sollten schlafen gehen. Gut, habe ich morgen dann endlich mal ein bisschen Freizeit. Meine Güte. Ich glaube, ich veröffentliche das einfach als zwei Folgen direkt hintereinander. What? Tell me. Was soll denn dieses Midget sein, von dem jetzt alle reden? Na, guckst du keine Nachrichten? Das ist ein internationales Hacktivisten-Netzwerk. Sein Ziel sind Konzerne, die zwielichtige Geschäfte machen und Chaos verursachen. Die Sache mit dem U-Bahn-Server. Da wollte Midget rauskriegen, wer das Zugunglück verursacht hatte. Ah, dann sind das die Guten. Ja, manche halten sie für digitale Robin Hoods, aber sie schnüffeln in E-Mails herum und vernichten Daten. Die sind nicht besser als Kriminelle. Tja, es ist bisher noch ein bisschen unklar, wer hier gut, böse, kriminell, nicht kriminell oder sonst was ist. Das ist alles ein bisschen... Was, das waren die Ferien? Wir hatten nur einen Feiertag oder was, den Montag? Na toll, das war ja viel. Mittag. Oh, die Ergebnisse. Na, wie hast du abgeschnitten? Oh, verdammt, ich bin erledigt. Na, puh, ich bin über dem Durchschnitt. Das ist die entscheidende Linie. Mein Taschengeld ist sicher. Na, mal sehen, wie ich abgeschnitten habe. Ich bin etwas besser als der Durchschnitt. Yeah. Naja, es sollte ein gutes Beispiel für deine Freunde sein. Na, immerhin, zwei Punkte ist doch in Ordnung. Zweimal Charme, warum denn nicht? Man muss ja nicht immer ganz oben stehen, es fällt dann auch ein bisschen zu sehr auf. We were busy, it's not like I could focus on studying. Hey, it's not my fault my scores suck, right? Doch. Wer sonst sollte schuld sein? You don't gotta throw the truth right in my face like that. Anyways, there's something more important here. Mishima, you want to ask me something about the internet, right? Yep, I'm gonna be straight with you here. Do you know who Medjet is? You weren't kidding about being direct. Well, I suppose the news about Medjet and the Phantom Thieves has caused quite the commotion. Allerdings, yeah. They started out as hackers of justice, but now they only look out for their own self-interests. Ja, so wirkte das auch, aber mich macht's trotzdem ein bisschen nervös. That's all I know. They were the group I texted him about yesterday. I see. Nobody's sure who actually belongs to Medjet. Well, it looks like things will be exciting this summer. It'll be the Phantom Thieves' world debut, no? Dude. Don't worry. I'll be rooting for the Phantom Thieves. I'll get the forum mobilized as well. Now, if we're done talking here, I really must be going.
I'll see you guys later. Alles klar, hau rein. So, that was fruitless. Ja. Scheiße, jetzt habe ich es kurz weggeklickt. Warte mal, Achso, nee. Ah, Mishima war ziemlich nutzlos. Habt ihr irgendwas? Ich habe meine Schwester gefragt, aber sie schien nicht sehr viel über sie zu wissen. Schließlich ist sie nicht auf Internetkriminalität spezialisiert. Ich habe auch ein bisschen nachgeforscht, aber konnte nichts herausfinden. Wir haben wirklich keinerlei Anhaltspunkte. Nun scheint, als hätten wir es mit einem schwer fassbaren Gegner zu tun. No luck. Ja, ist richtig. Nicht gut. Medjet, huh? It seems like we won't be able to deal with them by ourselves. Irgendwas wird uns schon noch einfallen, denke ich. I know summer vacation is due to begin next week, but I have an unfortunate announcement. Okay, nächste Woche haben wir Sommerferien, na gut. We'll be holding an emergency assembly on Monday the 25th. Please come to school that day. Okay, warum an diesem Tag? Settle down. We've had many strange incidents. The psychotic breakdowns, students being dragged into crime rings. Hence, Principal Kobayakawa has instructed all teachers to caution the student body. Well, this is inconvenient for us too, you know, having to find things to warn you about so suddenly. Ein direkt überm Tisch mit dem Telefon, schön. Ah, wie finden wir Matchet jetzt? Ich weiß nicht, egal wie viel ich mich online umschaue, ich finde nur unglaubwürdige Gerüchte. Sie haben Cyberterror verübt und trotzdem sind sie bisher einer Verhaftung entgangen. Kaneshiro hat schon eine Menge Ärger bedeutet, aber das hier wird zu einer noch größeren Sache. Ah, sie haben wir uns etwa übernommen? Ich bin mir nicht sicher. Stimmt, wir haben keine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben, bevor wir nicht alles wissen. Wir wissen nicht mal, ob es nur eine Person oder eine Gruppe von Leuten ist. Und selbst wenn wir einen Hinweis finden, wir machen wieder an weiter. Ah, verflucht, das funktioniert alles nicht so wie gedacht. Ah, deshalb gehen meine Prüfungen wohl auch in die Hose. Duriyuchi, die sind vorher schon in die Hose gegangen, das hat damit alles nichts zu tun. Ah, du weißt schon, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, oder? Danke, Ahn. Damn, this stuff's really not going so good. Ach, ja, den ähnlichen Satz habe ich doch gerade schon mal von Ryuji gehört. Wow, ruhig, kurzer. Aha. Na, solange wir nicht wissen, wer sie sind, können wir nichts machen. Wir sollten lieber noch warten. So. Ey, hast du etwas vor? Hast du heute was vor? Ich bin noch im Gang, also sag Bescheid, wenn irgendwas ansteht. Nope. Ich hab Shiro besucht. Okay, ich war bei Shiro im Krankenhaus. Wir haben über alles Mögliche geredet. Aber dadurch sind mir noch viel mehr Sachen eingefallen, über die ich reden will. Könntest du dir vielleicht anhören, was ich zu sagen habe? Ja, bald, aber nicht heute. Denn wir werden uns jetzt erstmal in den Unterschlupf begeben. Versteckzugangsweg. Und im Livestream sehen wir uns an dieser Stelle hier. Ja, nachher quasi, falls ihr schnell genug seid. Oder ansonsten, ich hänge das als dann passende Folge hier hinten dran. Und es wird auch im Livestream-Archiv in der Playlist verfügbar sein. Aber ich füge das auch immer in diese Playlist mit ein. Da wird nichts Story-Relevantes passieren, aber ich mache dann immer Timestamps rein, wo interessante Dialoge sind, also wo Dialoge passieren und wo Kämpfe gegen Zielpersonen passieren. Das packe ich da immer als Timestamps rein, da könnt ihr durch die Kapitel durchgehen, ist dann alles kein Problem, da könnt ihr euch eure wichtigen Sachen auf die Schnelle raussuchen und das angucken, was euch wirklich interessiert. Denn so ein Livestream ist auch mal ein bisschen länger. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Habt eine gute Zeit, bleibt vor allem gesund und ich bin jetzt raus hier. Haut rein!